Liebe Genossinnen und Genossen, sehr geehrte Teilnehmerinnen und Gäste unseres Landesparteitages, vielen Dank für die freundlichen Grußworte, die wir gerade hören durften. Den Festakt zum Tag der Deutschen Einheit im Sächsischen Landtag hatte sich Parlamentspräsident Matthias Rösler sicher anders vorgestellt. Er hatte den Autor des Romans Der Turm Uwe Tellkamp als diesjährigen Festredner geladen. Aber was sich der Schriftsteller dann zu sagen traute, das zog wahrscheinlich manchen Konservativen fast die Schuhe aus. Ich zitiere: Viele Menschen haben das Gefühl, dass etwas ganz Grundsätzliches nicht mehr stimmt. Dass wir darüber nachdenken müssen, ob die derzeitige Gesellschaftsordnung noch in der Lage ist, die Probleme zu meistern. Leben wir tatsächlich in einer Demokratie? Oder zeigen sich nicht vielmehr feudale Züge in unserem sozialen Verfasstheit? Und weiter sagte er, die Aufbruchshoffnungen von 1989 sind der Düsternis unserer krisengezeichneten Gegenwart gewichen. Es herrscht eine seltsame Stimmung. Viele Menschen flüchten sich in Nischen, Angst, Verzagtheit, Opportunismus herrschen, Depressionen. Hoffnung auf eine gute Zukunft, auf blühende Landschaften erscheint als Illusion. In vielem erinnert mich diese dunkle Windstille an die Stimmung in der späten DDR. Zitat Ende. Ich bin zwar nicht wie Herr Tellkamp im Villenstadtteil Weißer Hirsch aufgewachsen und habe auch nicht Arzt, sondern Koch gelernt. Aber unterschiedliche Herkunft verhindert nicht, dass man zu ähnlichen Sichtweisen kommen kann. Sicher hätte sich Herr Tellkamp, der in der DDR Repressalien wegen sogenannter politischer Diversantentätigkeit erlitten hatte, nicht räumen lassen, dass er einmal der Auftakt einer Parteitagsrede der Linken liefern würde. Schließlich gelten wir doch manchen Konservativen, die Tellkamps Turm besonders lieben, als die Nachfolger jener Partei, die dem jungen Tellkamp vor der Mauer zu schaffen machte. Aber es ist ja auch, im Gegensatz zu vergangenen Zeiten, heutzutage etwas komplizierter mit der sogenannten Klassenauseinandersetzung. Ein Beispiel der letzten Tage macht das deutlich. Unser Entwurf eines Vergabegesetzes, den wir in Zusammenarbeit mit dem DGB gemeinsam mit der SPD in den Landtag eingebracht haben, hatte bei der Sachverständigenanhörung im Landtag einen besonders leidenschaftlichen Fürsprecher. Udo Erhardt, Obermeister der Dachdeckerinnung aus Chemnitz. Denn die soliden Unternehmerinnen und Unternehmer wollen fairen Wettbewerb statt Wildost in Sachsen. Sie akzeptieren Mindestlöhne statt Lohndumping. Dieser Teil der Wirtschaft ist unser Partner, weil ihr Engagement für eine Gesellschaft, in der es fair, gerecht und solidarisch zugeht, ist auch unserer. Die ideologischen Klassenkämpfer von heute, das sind die FDPler. Mit Ausnahme einiger erkrauter Linksliberaler, die keine Rolle mehr spielen. Es ist vor allem die FDP-Werbeagentur Zastro in Sachsen, die am liebsten rund um die Uhr Shopping mit der Kassiererin für 3,50 Euro die Stunde haben will. Zu den Klassenkämpfern von heute zählen aber auch diejenigen, vor allem in der sächsischen CDU, die wertkonservative Ideale verraten haben. Sie haben sich gegen Gott und für den Mammon entschieden, um sie mal an ihre eigenen biblischen Maßstäbe zu messen. Sie heben im Bundesrat die Hand für ein Hoteliersteuerprivileg und kürzen im eigenen Land die Jugendhilfe zusammen. Ganz zu schweigen von politischen Betrügern wie dem sächsischen Finanzminister, der im Zusammenhang mit der Eröffnung der diesjährigen Haushaltsdebatte eine Schmierenkomödie ohnegleichen aufgeführt hat. Nach den leider angeblich unausweichlichen, schmerzhaften Kürzungen vor 2 Jahren, könne man nun wieder ein bisschen drauflegen, sagte der Finanzminister. Tatsächlich aber liegt der Haushaltsplan 2013 noch unter dem realen Haushalt von 2011, weil es die damals prognostizierten Einnahmeausfälle gar nicht gegeben hat. Was es jedoch gab, waren die Kürzungen nicht nur im Sozial- und Jugendbereich, die im aktuellen Etatentwurf mitnichten wieder zurückgenommen wurden. Stattdessen reden wir im Sächsischen Landtag nun seit 8 Monaten über ein Schuldenverbot, das CDU
und FDP in die Landesverfassung schreiben lassen wollen. Dafür brauchen sie allerdings eine Zweidrittelmehrheit im Parlament, die sie alleine nicht haben. Nach der nächsten Landtagswahl wird es, davon bin ich fest überzeugt, für die Schwarz-Gelben zu gar keiner Mehrheit mehr reichen. Erstens, weil sich die FDP-Abgeordneten dann mangels 5% Stimmenanteilen wieder ihren lukrativen Nebentätigkeiten hauptberuflich widmen können. Und zweitens, weil die CDU unter 40% rutschen wird und nach einem knappen Vierteljahrhundert Dauerregierung in die Opposition gehen darf. Das wird ihr gut tun und vor allen Dingen wird es dem Land gut tun. Meine Lust hält sich in Grenzen, weitere Monate ergebnislos über das Schuldenverbot hier in Sachsen, wo es seit 2006 keine Neuverschuldung mehr gibt, zu reden. Hier in Sachsen, wo auch die stärkste Oppositionsfraktion, also wir, seit 12 Jahren ihren alternativen Haushaltsansatz ohne den Ruf nach neuen Schulden vorgelegt hat. Einfach deshalb, weil das Hauptproblem in Sachsen nicht war, dass es zu wenig Geld gibt, sondern es wird für die falschen Sachen ausgegeben. Beton statt Bildung. Und wir sagen seit Jahren, Bildung statt Beton ist das Notwendige. Wir haben bald den Leipziger Citytunnel und die Dresdner Waldschlösschenbrücke, aber die deutschlandweit am schlechtesten bezahlten Lehrkräfte in Sachsen, an den Schulen. Den Polizistinnen und Polizisten wurde das Jahreseinkommen durch Streichung des Weihnachtsgeldes um ein paar Prozent gekürzt. Aber der Freistaat hat 32 Millionen Euro übrig für eine Imagekampagne, nachdem man mit Mobbing gegen die Landesbedienstete den Ruf des Standortes ruiniert hat. So kann und darf man keine Politik für Sachsen machen. Denn ein gebildetes Volk, das in Sicherheit leben kann, braucht gut motivierte Leistungsträgerinnen und Leistungsträger, die sich mit täglicher Hingabe um Bildung, Finanzen und um die Sicherheit kümmern. Wir brauchen keine Schuldenbremse in einem Land, in dem es keine Schuldenprobleme gibt. Aber wir brauchen eine Dummheitsbremse, die den Weg frei macht für Projekte der Vernunft. Dafür braucht man natürlich einen langfristigen, verlässlichen Projektträger. Das könnte Rot-Rot-Grün sein. Wer denn sonst? Doch eins ist auch klar. Falls es einen Wettbewerb darum geben sollte, welche Partei das schickere Beiboot für die CDU-Alttanker sein könnte, den möchte ich daran erinnern, die Union hat ihre Partner bisher immer am langen Arm verdorren lassen. Liebe Genossinnen und Genossen, Schwarz-Gelb hat als Projektträger für die Sachsen-Zukunft ausgedient. Der Fachkräftemangel verschärft sich stetig, weil gut qualifizierte junge Leute das Land in Sachsen verlassen bzw. immer noch gehen. Die demografische Schwalbe, die der Wirtschaftsminister Morlock zurzeit in seiner PR-Arbeit füttert, ändert daran auch nichts. Auch in den 90er Jahren gab es mal so kurzzeitig ein positives Wanderungssaldo in Sachsen, ehe sich der Trend wieder umso stärker ins Negative drehte. Sachsen muss attraktiver werden und zwar nicht nur für Touristen, sondern für die Menschen, die hier dauerhaft leben und leben wollen. Als Erzgebirger habe ich natürlich nichts gegen unser traditionsreiches Holzspielzeug. Im Gegenteil. Es gehört seit Jahrhunderten zu unserer Kultur und unserer Wirtschaft mit dazu. Und dabei soll es auch bleiben. Aber nicht die Mennelmacher entscheiden über die Zukunft von Sachsen, sondern die IT-Expertin der Zukunft. Wir brauchen nicht mehr Holzspielzeug, sondern mehr Hightech. Das übersteigt offenbar das geistige Fassungsvermögen der CDU-FDP-Wirtschaftspolitiker, deren Spitzenleistung der Kampf für Sonntagsöffnungen von Videotheken und Autowaschstraßen ist. Sachsen hat kein Konsum, sondern ein Produktionsproblem. Unser schönes Bundesland ist leider Deutschlands Schlusslicht bei der Produktivität. Das hat nichts mit den arbeitenden Menschen zu tun, sondern mit den unterentwickelten Produktionsmitteln. Deshalb brauchen wir endlich eine ordentliche Industriepolitik zur Förderung des Hightech-Bereiches, so wie es Kurt Biedenkopf in den 90er Jahren zumindest für die Autoindustrie gemacht hat. Ich gebe zu, dass der sozialökologische Umbau, den wir anstreben, mit den schlichten Gemütern, in den Schaltstellen von CDU und FDP in Sachsen nicht zu schaffen ist. Sie haben nämlich nicht begriffen, dass man, bevor man große Reden hält, zumindest ab und an mal was lesen sollte.
Liebe Genossinnen und Genossen, der Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der deutschen Einheit ist eine lohnenswerte Lektüre und hat in den vergangenen Wochen für einigen Wirbel gesorgt. Die Überschriften der Artikel in den verschiedenen Medien sprechen eine klare Sprache. Kluft zwischen Ost und West wird tiefer, titelt der Spiegel. Ostne liegt weiter denn je hinter dem Westen zurück, schreibt die Welt. Der Westen wächst schneller als der Osten, titelte die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Weder einholen noch überholen, meinte der Stern. Ostne fällt wirtschaftlich wieder zurück, sagte die Sächsische Zeitung. Und selbst die junge Welt schrieb, niemand hat die Absicht, die Angleichung der Lebensverhältnisse voranzubringen. Es ist also sehr selten, dass die Medienlandschaft so geschlossen über ein Thema urteilt. Es scheint da gar keine zwei Meinungen zu geben. Wenn sich also von junge Welt bis Welt alle über den Zustand des Ostens einig sind, dann spricht das zuweilen unzweifelhaft für die Realität. Und was hören wir von unserem sächsischen Ministerpräsidenten? Übrigens via Welt. Zitat: Unsere Wirtschaft wird von mittelständischen Unternehmen getragen, die nach wie vor Investitionshilfen brauchen. Der Einheitsbericht zeigt, so Tillich weiter, dass es derzeit keinen Grund gibt, Fördermittel aus dem Osten in den Westen umzuleiten. Nun, das ist mit Verlaub eine uralt PDS-Position, die wir tapfer auch in jenen Zeiten vertreten haben, als die sächsische CDU noch so tat, als gehöre Sachsen nicht zum Osten, sondern zu Bayern. Und es ist erst wenige Monate her, dass Tillich ankündigte, Sachsen solle im Jahre 2020 Geberland sein. Nun, was stimmt denn nun, Herr Tillich? Beschäftigte eines Freizeitparkes im Landkreis Görlitz beschweren sich dieser Tage via Lokalzeitung darüber, dass sie 40 Stunden pro Woche für monatlich 950 Euro brutto arbeiten müssen. Mit solchen Fällen von Arbeit in Sachsen, die arm macht, könnte man derzeit ganze Bücher füllen. Sie sind auch Folge eines regierungsamtlich beförderten Teufelskreises, in dem massenhaft Lohndumping zu mangelnder Kaufkraft und damit zu schwacher regionaler Nachfrage führen, was wiederum gerade im Dienstleistungsbereich zu wirtschaftlichen Problemen führt. Der Freistaat Sachsen trägt zu diesem Teufelskreis aktiv und massiv bei. Den Polizistinnen und Polizisten sowie den anderen Beamten ist, wie gesagt, über die Streichung des Weihnachtsgeldes ein Teil des Jahreseinkommens weggenommen worden. Und Sachsens Lehrerinnen und Lehrer sind die bundesweit am schlechtesten bezahlten. Die schwarz-gelbe Koalition will weiter mit Steuergeld Lohndumping unterstützen und wehrt sich gegen die Einführung von Tariftreue und Mindestlöhnen bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen. Die beiden drängendsten aktuellen Probleme Sachsens haben etwas mit diesem Thema und miteinander zu tun. Der zunehmende Fachkräftemangel und die weit verbreitete Niedriglohnbezahlung. Im Gefolge dessen erleben wir mangelnde Kaufkraft und die Abwanderung junger, hochqualifizierter Menschen. Für eine Investitionsoffensive in Innovation braucht man jedenfalls mehr Ideen als nur die gebetsmühlenhafte Wiederholung des keine Schulden, niemals. Miteinander zusammenhängen auch die deutschen Exportüberschüsse, erkauft durch Lohnzurückhaltung und immer mehr prekäre Beschäftigungsverhältnisse hierzulande. Und das Handelsbilanzdefizit einschließlich der Verschuldung der südeuropäischen Länder. Professor Flassbeck sagte vor wenigen Tagen als Gast in der Landtagsfraktion, Deutschland hat seine Kunden ruiniert. Und das schlägt nun auf uns selbst zurück. Er empfahl für die Zukunft wirtschaftspolitische Strategien ohne große Überschüsse. Allein schon deshalb, weil kaum noch ein Land auf der Welt bereit ist, die dafür im Gegenzug notwendigen Defizite auf sich zu nehmen.